Herzlich willkommen zur 64. Folge inzwischen bei RimWorld, zweite Staffel, hier in der Bildergalerie. Ich heiße Michael und euch herzlich willkommen. Ich habe, bevor ich sowas vergesse, setze den Orbitalen, die orbitale Handelsbarke mal hier rüber. Und dann geht's weiter mit Projekt Gewächshaus und Co. und Holzhacken und Sprengfallen. So, was kann man jetzt noch machen, ne? Das ist doch ein Mist. Sollte ich das schon machen? Autokanonenturm. Tja, ich brauche den blöden Multi-Analysator. Forschen wir halt mal an der Minigun. Was soll's? Gar kein Problem. Brauche ich zwar nie unbedingt, aber habe ich eigentlich mal genug Holz? Ja. Robin wieder im Steinbruch. Aber ich... Naja. So wirklich die geilen Sachen gibt es hier auch nie zu finden. Dann kannst du auch mal schlafen. Achso, stopp. Der Raum ist fertig. Das wird wieder für Gefangene. Und das wird für Preiger. Zack. So, dein neues Zimmerchen. Oh, Lampe fehlt. Eine kleine Stehlampe. Jetzt kriege ich keinen Strom ran. Aber Licht ist schon gut. Und... Stromkabel. Legen wir es mal hierher. Stahl ist genug da. 1650 inzwischen. Rina klopft schön Steine. So muss das. Wie sieht es mit Nahrungsmitteln eigentlich aus? 55. Ist perfekt. Temperatur minus 10. Können wir sogar ein bisschen runtergehen. Minus 10, minus 15. Machen wir das mal so. Stromverbrauch niedrig, Stromverbrauch hoch. Hauptsache, die Sachen sind gekühlt. Ja, dann war ja noch Projekt Unterhaltung. Da, Robin bist jetzt... ja, Robin ist 3 Uhr nachts im Bergwerk. Großer Spaß. Kann ich mir vorstellen. Aber so richtig viel haust du auch nie raus. Inspirierte Zähmung, Cherokee. Ihr pennt erstmal hier eine Runde. Gut, sei euch gegönnt. Sieht's mit den Fleischvorräten aus? Ja, ist okay. Ambrosia 35, das hat also offensichtlich geklappt, die Sachen hier unten abzuernten. Weiter ernten. Ambrosia scheint ja ganz gut zu sein. Zack, 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 macht auch sofort. Das Metallzeug habt ihr reingeholt. Ein bisschen Baumwolle abernten. Naja, das ist jetzt der Vorteil, dass genug Leute inzwischen da sind, dass die Arbeit noch erledigt werden. Ja, hier ist ja noch Projekt Superlager. Auch hier könnt ihr dann eine Lampe rein, damit wird der kleine Scheißfleck hier mal ein bisschen bearbeitet. Was haben wir denn hier? Inventar. Der Helm. Hier ist es der Helm. Ich möchte aber nur... Egal, na dann zieht ihr mal den Helm auf. Drei Kolonisten untätig. Ich flippe aus, was ist denn hier los mit euch? So, beschädigte Kleidung. Robin, was hast du für ein Problem? Die Schutzweste, nee, das geht leider nie. Hier haben wir Schutzhose und der Helm, okay. Helm und bei dir ist es die Schutzhose. Hätte ich schon ganz gerne, dass ihr die Sachen anbehaltet. So, und dann haben wir ein bisschen... Oh, oh. Der Superstoff. Den ernten wir natürlich auch gleich mal mit ab. So, was machen wir weiter? Hier brauchen wir noch einen hübschen Boden. Dann nehme ich sogar mal einen Holzboden, weil es hübsch ist. Und... lassen in dem Sinne gleich noch Bäume fällen. For the wood. Jetzt geht's gut zur Sache. Okay, okay. Hier noch mehr Medicine. Und da wird sich direkt auf die Arbeit gestürzt. Der Holz... Okay. Gut. Und dann bauen wir direkt... Wo war's? Ah,
2. Hydrokulturen. Hydrokulturen. Brauche ich dazu noch mehr? Ich gucke es mir ganz kurz mal an. Hydrokulturen. Ein künstliches Nährstoffbecken für die Pflanzenzucht. Die Nährstoffpumpen müssen kontinuierlich arbeiten. Wenn sie vom Strom getrennt werden, sterben die Pflanzen ab. Ja, kann ich verstehen. Gibt es direkt Strom von dort? Kann ich die nebeneinander bauen? Schauen wir uns das erstmal an. So. Und bauen wir das mal. Sind wieder 5 Bauteile weg. Und ich könnte mal am Drogentisch... Könnte ich doch mal herstellen, Medizin. Was brauchte das alles? 1 Kräutermedizin und 3 Stoff. Naja, bauen wir doch mal. 5. Ja. Medizin lässt sich auch gut verkaufen. Mal 10. Sehen, ob es klappt. Und dann wäre es natürlich gut, wenn die Medizin... Ah ja, hier gibt es keinen Strom für die Barke. Ich möchte es eigentlich nur so ungern hier reinleiten, aber hey, was sein muss, muss sein. Baumwolle, Stoff ist ja eigentlich genug da. Schön das Zeug wieder anbauen. Die Pilze habt ihr schön abgeerntet. Strom ist genug da. Und jetzt gehen sie alle ins Bett. Das ist... Halt, wenn es dunkel ist. So. Naja, gibt viel zu tun. Oder ist viel zu tun. Eure Schutzkleidung lasse ich euch nicht abnehmen. Was haben wir denn hier? Haben wir wieder Wasserschweine? Könnte man natürlich die ganze Herde ausrotten. Gibt es noch irgendwas anderes? Elefanten. Finde ich ja immer schwierig. Schildi. Alpakas. Hier gibt es wirklich viele Wasserschweine. Ne? Ist gut für die Nahrungsmittelversorgung. Ja, was knall ich ab? Die Herde hier? 4? Könnte man schon machen. Ich hole euch mal. Die Rina kommt mit. Der Robin kommt mit. Die Breiger kommt mit. Konradoni. Her. 4 Wasserschweine, 4 Jäger. So. Ah ja, stimmt ja. Übliches Problem. So. Knallt sie ab. Jetzt wird hier meine Wasserschweinjagd zum Problem. Mensch. Robin, weg mit dir. So, jetzt muss man ganz kurz. Dahin. Mickey geht dahin. Hallo. Was ist denn los? Achso. Du gehst dahin. Und Rina geht dahin. Nee, du bist wirklich... Okay. Du gehst weg. Ich fass es nie, ey. Muss ich wirklich mal gucken, ne? 9 Stunden. Keine unmittelbare Gefahr. Mickey, 9 Stunden. Du gehst jetzt mal schön nach Hause. Beziehungsweise gleich in die Krankenstation. Dafür kommst du mit ins Spiel. Breiger, wie geht's dir? In den 6 Stunden verflucht, ey. Sofort hierher. Konrad. Sofort hierher. Die Wasserschweinjagd. Das ist ja auch immer.
bewusstlos. Ich flippe aus. Die krassen Wasserschweine. Du wirst jetzt mal hierher. Brutale Jagd, ey. Ich fass es nie. So, Konrad. Nee, ist gleich hierher. Medizin. Breiger. Sofort ins Bett, genau. Du rettest Mickey. Herrje. Das lief ja super. Ich hoffe, jetzt geht keiner drauf, aber es sollte eigentlich passen. Nee. Hol das mal. Mann, Mann, Mann. Ich weiß es nicht. Übel, übel. Schaffst du es? 5 Stunden. Ja. Konrad ist bereit. Das lief ja hervorragend, möchte ich sagen. Mann, Mann, Mann. Toller Kampf. Tolle Wurst. So. Okay. Breiger. Behandle Breiger, genau. Bewusstlos gebissen von den Wasserschweinen. Und jetzt kommt noch ein Überfall vom Brio-Clan. Große Party. So. Sie greifen sofort an, natürlich. Und sie kommen von verschiedenen Seiten. Aber von der Seite ist es soweit okay. Ah, hier ist eine Schlange. Noch mehr. Noch mehr. Weil ich diesmal ja meine Geschütztürme habe. Okay. Hat hier irgendjemand eine schwere Waffe? Nee. Trotzdem nie ganz optimal. Mickey und Breiger sind raus. Du gehst gleich mit hierher. Fluchtaxt. Tine. Geht hierher. Rine. Geht mit hierher. Robin, wie geht's dir? Tod in 19 Stunden. Ja, und das war's dann nämlich auch schon mit meiner kämpfenden Truppe. Verflucht. Wie geht's dir so? In 6 Stunden. Was haben wir bei dir? 10 Stunden. Ach, hier wird schon geschossen. Oh, schlecht ist das. Wo ist Steff? Steff geht jetzt sofort mit hierher. Ey, warum schießt denn du nie? Okay, den ersten. Und jetzt flieht ihr, oder? Okay, das war genug für euch, Jungs. So, was machen wir hier jetzt? Die haben meine Knarre zerballert. Großes Kino. Bist du verletzt? Nie wirklich. Gefangen nehmen. Ja, dich knall ich mal ab. So. Das hat tatsächlich... meine Kanone ausgefallen, ne? Das ist natürlich mal übelste Scheiße. Sicherheit. Antimaterie-Gefechtskopffalle. Okay. Na, erwartungsgemäß brauchen die...
So, und das bedeutet auf der anderen Seite, dass ich die Barrikaden hier weiter ausbauen muss, weil ich keinen Bock habe, dass die mir gleich wieder so ein Ding zerballern. Du wirst dich darum kümmern. So, okay, schwierige Sache jetzt hier. 8 Stunden, der Robin hat 19, keine unmittelbare Gefahr mehr. Okay, also muss Mickey jetzt geheilt werden. Oh, was ist denn hier los? Ey, ich fasse es nie. Leute! Rina, Steff, sofort antreten zum Gefecht. Ey, ich fass es nicht! Das Idiot. Jetzt habe ich euch Wichser hier drin. Auch nie so toll. Ist jetzt hier noch unmittelbare Gefahr. Du holst dir mal bitte dein Gewehr wieder. Wo liegt das hier? Ja. Und hier schnappt euch mal die Idioten. Ey, ich fass es nicht. Konrad kann nie kämpfen. Lief ja gar nicht so gut. Überhaupt nie, möchte man irgendwie sagen. Scheiße. So, hier ist nämlich auch die Kanone weg. Haben sie schön weggespreckt, die blöden Wichser. Du gehst jetzt erstmal hierher. Ich flipp gleich aus hier. Schuss. Okay, erwischt, ihr Penner. Noch mehr? Ja, da. Hm. So, noch mehr von euch da. Muss ja mal fragen. Ich dachte, ihr seid abgehauen. Blöden Pisser. Bist du tot? Schmerzschock. Nee. Tina. Gefangen nehmen. Ihr seid aber tot. Verrottet. 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 So, wie geht's dir? Genau, mit vor. Trotzdem gehst du erstmal. Breiger, was ist mit dir los? Nicht mehr. Und Robin ist auch soweit fit. Alter. Weg damit. So. Ja, das läuft doch hervorragend. Was machst du? Mach du? Hm, duck dich. Du hast die Kanone wieder. Ist Ambrosia. Sind noch mehr von euch hier in der Gegend, oder was? Sieht eigentlich safe aus, ja. Wie wär's mal mit einem Krematorium? Muss man ja jetzt irgendwie mal langsam in Betracht ziehen. Das wären mir einfach zu viele Gräber. Ich brauche keine Stelen. Laufschon. Möbelstrukturen. Quark. Krematorium. Elektrisches Krematorium. Zwei Bauteile. Pff, nee, Leute. Dann heißt's für euch, auf dem Friedhof der Fremden. Grab benötigt deinen Boden. Ja, 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 ja. Das ist okay. Ich flipp aus, ey. Was für ein finsterer Kampf. So, und was machen wir mit dir? Gucken wir uns mal an. 3 Stunden. Schuss vom Minigeschütz. Ja, bevor ihr Assis das gesprengt habt, ey. 415%.
Phantom Talk. Ist ein bisschen mehr. Komm, komm, komm. 4 Stunden. Tine, was machst du gut? Wie geht's dir? Nee, Konrad. Lass mal hier das Blut wegmachen. 4 Stunden kriegt man dich drüber. 6 Stunden, ja, sieht gut aus. 13 Stunden. Olga K. Was haben wir denn hier eigentlich? So, na, das war ja mal ein Gefecht aus der Hölle. Erst die blöden Wasserschweine. Ja, Jemine. Ja, schön für dich. Hilft gerade überhaupt nie weiter. Leider muss ich hier... Barrikaden wieder aufbauen. Und auch hier gilt, ich möchte nicht, dass ihr mir so nah auf die Pelle rückt, ihr Pisser, dass ihr mir meine Barrikade wegspratzt. Die Minikanone hat ja jetzt so, naja, aufgehalten hat sie jetzt nie unbedingt bedeutend. Was ich natürlich mal ganz schön beschissen finde. Ich baue sie trotzdem nochmal. Naja. So. Krankheit und Infektion. Wer? Preiger. Wundinfektion leicht. Na, mache das erstmal, wenn es hart wird. Dann männlich 40 Büßer. Gefängnis. Will ich dich? Sklavenpreis, keine Interaktion. Na, exekutieren werde ich dich jetzt auch nie. Rio-Clan geht mir aufs Schwein. Weiß ich noch nie so richtig, was wir da machen. Will ich ihn rekrutieren? Kann ja irgendwas. Er ist gut im Fernkampf, Kunst, geistige Arbeit, Schulhofschläger, Speer, Nudist, Abstinenzler. Fürsorge. Deaktiviert arbeiten, erwachsen, Fernkampf, sozial, geistig arbeiten. Ganz blöd bist du nie. Braucht's dich unbedingt? Schon Preiger. 1, 2, 4, 8 Leute sind's bisher. Not so sure, was ich da jetzt so genau mit dir machen soll. Behalten und dann als Sklaven scherbeln. Geht natürlich immer gut. Die Preiger. Mädchen, dann gehen wir dahin. Dich erstmal in die Zone schmeißen, finde ich völlig in Ordnung. Ungekühlt. Okay, na, das war semi-optimal. Überall Blut, mal wieder. Da wird sich jetzt mal die Irina drum kümmern. Gegner im Haus gehabt, weil ich hier gepennt habe. Miniguns weggesprengt. Beide haben sich jetzt nie als die Knaller erwiesen. Finde ich gar nicht mal so toll. Aber trotzdem wieder überstanden. Großangriff. Naja, Großangriff. Immer relativ. Schauen wir mal, was wir in der nächsten Runde so machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao, sagt Michael.